Hallo, 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 willkommen zu einer weiteren Runde Shakes and Fidget und nach gestern muss ich sagen, es kann ja nur besser werden. Also heute die 200. Folge und es wird keine spezielle super Special Folge geben, sondern die 199. sollte dafür, glaube ich, reichen. Ich hoffe es doch mal. Es war glorreich, oder nicht diese Folge? Ach Gott, hab ich sie. Also ich habe mir, normalerweise schaue ich mir meine eigenen Checks und Fidget Parts allgemein nicht an, aber die musste ich mir mindestens drei, vier Mal anschauen. Die war zu gut. Es tut mir leid, dass leicht mein Mikrofon übersteuert hat, aber das lag daran, dass ich wirklich laut war. Und wenn man doch etwas mehr Intus hat, dann ist man halt laut. Ich hoffe, es war ganz amüsant, diese Folge. So, wir gehen erstmal auf Server 22 und schauen dort in die Gilde hinein. Und dort sehen wir in der Gilde, dass wir Lichtkrieger angreifen. Und ich denke doch mal, dass wir den Kampf gewinnen. Oh, ich komme. Oh, ich hätte ja fast sogar noch alle gekillt hier, die letzten beiden. Wir haben ohne Probleme gewonnen. Ist ja alles in Ordnung. Die Post blinkt auf, wir gehen erstmal in den Waffenladen oder erstmal aufs Klo, würde ich sagen, denn ich habe die Alu schon fertig. 7,5 Millionen, das ist immer noch Epic, nein, nicht Epic Event, das ist Gold Event, so. Gold Event, Gold Event. Und wir können jetzt reinschmeißen und sehen, 700 von 750, das bedeutet, dass bald etwas in die Toilette reingeschmissen werden kann. Also, es dauert nicht mehr lange, ich schmeiß das mal rein, so. Ach, ich habe heute schon was reingeschmissen. Okay, ah, ja, Sehe ich auch gerade. Ja, ich weiß, weil ich die andere Folge quasi nach 0 Uhr gemacht habe. Genau, ja, ich habe schon was reingeschmissen. So war das Ganze. Dann müssen wir den Waffen- und Zauberladen auch eigentlich schon etwas kennen, oder? Doch, normalerweise schon. Der Zauberladen, schauen wir auch nochmal rein. Ne, hier haben wir auch keine Items. Also ist das wohl altbekannt. Wir haben hier vielleicht das hier, ja. Ich werde das dann mit dem Klo und den Kommentaren erraten und so weiter etwas anders machen. Ihr werdet das dann sehen. Das kann schon mal weg. Das können wir auch entfernen. Bekommen bestimmt noch ein Item für morgen, was wir dann aufbrauchen können. Wir können dann mal in Bob Bob auf unser Charakter schauen. Ne, erst im Dungeon und im Turm, wenn der Turm mal lädt. Hallo Turm, lädst du mal hier? Und zwar da sehen wir, dass wir hier alle hochleveln. Natürlich einen höher. Ja, das passt soweit. Und ja, das ist soweit in Ordnung, ja. Und der Kollege hier ist natürlich noch dran. Ich wollte noch etwas skillen und zwar, da ich jetzt so viel Gold habe, können wir eigentlich, ich habe in letzter Zeit sehr viel Intelligenz geskillt. Das kann ich wieder machen, wenn man vergleicht, die Intelligenz 1211 zu Stärke 1081 nur, aber ich wollte etwas Geschick, Ausdauer und Glück noch skillen. Da ist das ganze Gold schon wieder weg. So, wir versuchen mal den Kollegen hier im Turm, obwohl wird er fallen, ich weiß es nicht. Ich kann es euch leider nicht sagen. Da müssen wir mal schauen. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, werde ich eben hier das hier machen und ich werde auf Pause drücken. So, ich war gerade auch im Render, damit das Ganze etwas flüssiger läuft. Jetzt habt ihr gesehen, was ich am Render bin. Oh no, egal. So, wir drücken mal hier, okay? Und greifen den Kollegen an und sieht, das läuft gerade schon wieder flüssiger. Wie gesagt, Rendern verbraucht halt sehr viel Systemauslastung. Auch bei einem Browser-Game braucht man Systemauslastung. So, ich habe so unglaublich viel Intelligenz geskillt und trotzdem ziehe ich den gar nichts ab. Das gibt's doch gar nicht. Ne, der will nicht fallen. Der will wirklich nicht fallen. Das gibt's doch gar nicht. Warum will der nicht fallen? Kann mir jetzt mal jemand sagen, warum der nicht fallen möchte? Der alte Kult. Ne, der ist. Den können wir vergessen. Im Dungeon werden wir auch noch nichts machen. Das bringt auch noch nichts. Somit werden wir uns weiter befassen mit Server. Nein, Arena-Kampf. Arena-Kampf. Wir wollten den Choki angreifen. Der Choki meint ja, er wäre der unglaublich Beste, den es gibt. Deswegen greifen wir den Choki mal an und wir gewinnen gegen den Choki. Choki, was ist da los? Rang 32. Und den Choki habe ich jetzt wohin gezogen? Auf Rang 23. Ach, das gibt's ja gar nicht. Wollen wir dich einfach nochmal angreifen und sehen, dass Choki ultimativ der Beste von uns beiden ist? Wir werden das doch mal sehen. Komm, wir greifen nochmal den Choki an. Oh, jetzt hat er gewonnen. Egal. Machen weiter mit dem nächsten Server. Das wäre Server 23. Und hier habe ich die 300 Alu natürlich auch schon fertig. Dann habe ich, glaube ich, schon hier auch was ins Klo geschmissen. Moment. Das Klo blinkt, ja, ich habe hier schon was reingeschmissen. Deswegen kann ich die unsinnigen Items alle verkaufen, die ich nicht brauche. Kann jetzt noch das hier behalten, vielleicht für morgen fürs Klo. Zauberwaffenladen haben wir deswegen auch schon angeschaut. Genau, ja, das hatten wir auch schon. Und ich muss mal eben kurz Shakes and Fidget hier neu laden. So, okay. In der Arena können wir noch vorbeischauen. Wir gehen erstmal auf die Gilde und sehen hier, es wurden sehr viele Gildenwappen vorgeschlagen. Okay, was Spenden brauche ich nicht in der Gilde, denn die Gildenkasse ist voll, obwohl ich auch fast genug Gold habe. Wir gehen erstmal auf den Dungeon und werden uns hier im Turm anschauen. Denn im Turm, ne, wir haben kein Level Up, wir sind Stufe 230. Oh, wir sind doch. Moment mal. Wir sind doch gerade erst Stufe 230 geworden. Seht ihr das? Ich bin gerade eben Stufe 230 geworden. Und die sind schon alle auf 230? Ich check's gerade nicht.
Ist irgendwie das gerade ein Anzeigebug oder so? Warum habe ich da keinen deinen... Ah, jetzt geht's. 230, das war echt ein Anzeigebug. Total mysteriös. Und die sind auch schon 230, ja. Ich bin schon etwas länger als 230. Ich habe quasi, glaube ich, schon gestern die hochgeskriegt. Genauso war das Ganze. Wie gesagt, ich kann mich von gestern nicht mehr ganz so stark erinnern. Deswegen muss ich das bestimmt mal hier nachfragen. Wir können skillen. Wir wollen skillen. Wir wollen auch... Was haben wir denn im Dungeon? Haben wir einen Intelligenzgegner? Im Turm haben wir einen Geschickgegner. Und geskillt haben wir eigentlich ziemlich viel. Wir müssen eigentlich wieder Ausdauer und Glück etwas hochpushen. Das werden wir auch machen. Und dann die Nebenattribute habe ich jetzt eigentlich ein bisschen was draufgeklatscht. Werde das hier. Also ich brauche sehr viel Ausdauer. Ich habe vollwertige Ausdauer. Ich hau alles auf jetzt Ausdauer drauf. Alles. Machen wir einen Arena-Kampf noch. Wenn das hier mal lädt. Ja, okay. Oh, ich habe 4 Silber gewonnen. Ich habe für einen Stufe 230 und Stufe 215 habe diesen ultimativen super epischen Fight gewonnen und bekomme dafür 4 Silber. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, diesen Kampf zu machen. Und. Oh nein. Nein, da fehlt was. Da fehlt was. Seht ihr es? Der Trank des ewigen Lebens fehlt und ich habe mein ganzes Gold ausgegeben und ich habe keine Möglichkeit mehr Gold zu bekommen. Hätte ich mal mehr. Es wurde mir gesagt, in den Kommentaren wurde es geschrieben, dass mein Trank ausgelaufen ist und ich habe es noch von mehreren MTS und so weiter gehört und ich war wieder zu dumm und habe es nicht gecheckt. Das war dumm. Müssen wir dann auf morgen, ja, muss ich morgen dann sofort so schnell wie möglich dann einen Trank des ewigen Lebens reinklatschen, denn ich kann mir gerade halt keinen kaufen. Weil ich kein Gold habe. Ihr seht es, ich habe mein ganzes Gold ausgegeben. Oder wie viel kostet denn so ein Trank? Wir gucken mal. Ja, die kostet zu viel. Kann ich mir leider nicht leisten. Schade, ich habe halt keine Alu mehr. Ich habe keine Alu mehr zu spielen. Das ist blöd. Deswegen, da brauchen wir im Turm auch gar nicht versuchen. Ich werde hier mal ein, zwei Tries machen, aber ihr werdet sehen, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich einfach nicht, wenn wir keinen Trank des ewigen Lebens haben normalerweise. Oder doch? Nein. Jetzt geht der Solo. Jetzt fällt ja ohne Trank des ewigen Lebens, dann würde ich ja so hart lachen. Ja, das passiert auch. Wenn man nicht Blätter beim Epic Event, dann laufen irgendwann die Tränke raus. Aber hier habe ich noch alle auf Server 22. Das ist in Ordnung. Warum blinkt denn immer die Post? Ich meine, oh, schon wieder geil viele Angriffe. Dann können wir eigentlich leider mit Server 23 auch schon das Ganze beenden und machen weiter mit den nächsten Server. Es tut mir nicht leid, ich habe nicht daran gedacht. Ich bin dumm. Ihr wisst, ich bin dumm. Dort waren wir dann auch schon auf der Toilette, obwohl auf Server 24 können wir noch gar nicht auf der Toilette. Von daher, ich habe die 100 Alu ja auch gespielt, habe sehr viel Gold natürlich. 100 Alu Server, Server 24. Für alle, die sich fragen, Lars, auf welchem Server spielst du überall? Dann gucken einfach mal in die Videobeschreibung, dort sind alle aufgelistet. Ebenso sind die Links dazu, wie ihr über einen Freundschaftslink quasi mit mir spielen könnt. Und wenn ich Freundschaftslink bedeutet, dass ich hier unten so einen Freund geworben habe. Ja, sehe ich wieder, ich habe ganz viele Freunde. Ja, dieses Mal gehen noch 8 Tage, ich habe gar keinen Trank, nur einen Glückstrank drin. Gehen wir auf die Gilde, was haben wir denn hier? Wir haben einen ganz normalen Gildenkampf, Gildekrieg. Oh, das kann auch böse werden. Ob die letzten. Oh, der Deathrocks hat noch so viel gerissen. Der Skenny hat 20 besiegt. Der Skenny hat 20 Leute weggedrückt. Eiskalt, die alte Sau. Hier steht sogar 24. OP. Einfach nur OP. So, wir spenden Gold. Wir können sehr viel Gold spenden. Wir können richtig durchdrehen. Wir können. Die ganze Scheiße spenden, wie wir wollen. Hier kommen 25.000. Okay, Kasse ist voll. Wir können so viel spenden. Das geht doch gar nicht. Ups, die Gildenkasse ist ja voll. Schade, aber können wir sau viel skillen. Wir gucken erstmal, was wir skillen müssen. Noch 2 Level bis zum Klo. Und in 2 Leveln haben wir dann das Klo hier. Und das bedeutet, wir können die ganzen Items hier entfernen, entsorgen und halt unser Inventar ist endlich wieder frei. Wir haben hier 679 Geschick. 625, 573, 679. Ja, die Nebenattribute, wisst ihr Bescheid, die sind so. Geschick, dann geht's schnell weg, gehen auf 40, 45.000, Ausdauer. Auf 10.000, oh, das war zu viel, egal, so haben wir gut geskillt. Im Dungeon haben wir als nächstes, glaube ich, der Gremlin, der grünliche Gremlin. Ich denke, Gremlin dran. Der grünliche Gremlin ist dran und ich schaffe ihn nicht mal. Warum schaffe ich den nicht? Der Feuerbasilisk ist viel höher. Oder ist sogar der Drache dann? Obwohl der Jedi ist jetzt freigeschaltet, aber der Jedi ist auch viel zu hoch. Ich könnte ja eben. Nein. Ach, verdammt, der hat auch 2280. Nee, nee. Leider keine Pilze mehr. Schade. Arena-Kampf machen wir noch gegen den Yipi. Ohne Probleme gewonnen ist kein Problem für mich, denn I am the King of Server 24. Nicht. Weiter geht's bis Server 26. Hier haben wir so viel Gold. Gold, und ich habe mich zum letzten Raid angemeldet, der um 0:01 ist. Da bin ich doch schon am Schlafen. Ich muss morgen wieder so früh aufstehen.
So, wir können eine gute Runde Gold spenden. Ich glaube, habe gestern nicht mehr Gold gespendet. Oder habe ich gestern Gold gespendet? Ich weiß es nicht. Ich habe zurzeit 172 gespendet. Die haben alle viel mehr gespendet. Warum haben die alle so viel gespendet? Ich habe zurzeit 1, 2, 3, 1, 100 Euro. Ich kann 100.000 Gold spenden. So, 100.000 Gold. 100.000, ne? Ja, 100.000. Alles in die Geldkasse ist kein Problem. Ich hab's ja, ne? Waffenladen, schauen wir mal. Haben wir da. Hab ich das. Moment mal. Ich bin gerade am Überlegen. Ich bin gerade am Überlegen. Das habe ich. Die Waffe habe ich bekommen. Ah, die habe ich bekommen, als ich den Dungeon gemacht habe. Genau, das habe ich offscreen bzw. nicht in der Aufnahme gemacht. Ich wundere mich gerade schon. Ich habe halt mein Inventar nicht aufgeräumt, weil ihr wisst ja, ne? Ich bin dumm. Ich bin Stufe 95 übrigens. Das dauert nicht mehr lange bis zum Klo. Wir können eigentlich so langsam die Epics aufbewahren, wenn wir ehrlich sind. 147, das ist okay. Ich habe, glaube ich, noch gar nicht im Waffenladen geschaut. Habe ich gestern bei der Aufnahme überhaupt irgendwas gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon so lange her und ich kann mich an diese Erinnerung nicht mehr. Ihr wisst schon Bescheid. Charakter habe ich noch alle Tränke. Ich habe alle Tränke. Mount hält noch 5 Tage. Das ist auch in Ordnung. Ich habe 336 Pilze. Ich werde mir erstmal später die Aufnahme anschauen. Ob ich das da bekommen habe in der Aufnahme oder ob das nicht in der Aufnahme passiert ist. Ich kann mich gerade nicht mehr an diese Waffe erinnern. Auf jeden Fall, warum habe ich die denn nicht angezogen? Ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das ja gemacht, aber wie gesagt, gestern die Aufnahme war etwas anders. Und hier fehlt der Pilz. Wenn meine Pilzmaus hier so hinpacke, dann ist der Pilz wieder da. Heißt das, er will keinen Pilz haben für die neue Ware? Das glaube ich aber nicht. Das ist denn der Raid 8. Wir sind Rang 2. Die haben zurzeit 11 Raids schon. Schwarze Legion hat 11 Raids schon, die alten Säcke. So im Dungeon, wie sieht's denn hier aus? Der Braunbär, der Magma-Gigant, der Drache des Gifts. Da kann, glaube ich, einiges fallen. Ich schaue mal eben auf meinen Charakter hier. Ziehen das mal. Ich glaube sogar, dieses Item hier ist besser. Wie das hier. Da haben wir schon 4 Epics fürs Klo. Wow, wir haben zu viele Epics. Too many Epics. Dann können wir erstmal skillen. Wir werden erstmal Hardcore skillen. Da werden wir erstmal ein bisschen was reinhauen hier auf Stärke. Also Stärke und Ausdauer muss erstmal hochgepusht werden. Beides so auf 2,5, das ist in Ordnung. Dam, 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 dam. So, dann noch ein bisschen Glück. Glück auf 1000 irgendwas. Und ich drücke so schnell, dass es schon laggt. Jetzt haben wir hier 500. Den Rest dann auf Nebenattribute. Dam, 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 dam. Nebenattribute sind sehr wichtig bei einem Krieger. Denkt daran. Wir müssen viel aushalten. Und ab Stufe 100 denke ich mal, dass es etwas besser noch läuft auf diesem Server. Wie gesagt, ein Krieger ist immer so ein Spätzünder. Der braucht immer etwas. Denn das ist halt ein Krieger, ne? Ein Krieger braucht immer ein bisschen mehr. So, dann können wir noch ein bisschen Stärke und kein Gold mehr. So, Arena-Kampf machen wir auch noch gegen Stardust. Und er besiegt uns. Ist ein Intelligenzgegner mit 2,7 Intelligenz. Er drückt uns einfach weg, diese alte Sau. 105, wir sind übrigens Rang 92, Top 100. Das gibt's ja gar nicht. So, im Dungeon hätten wir jetzt viele Gegner. Ich glaube sogar, der infizierte Braunbär müsste als nächstes dran sein. Der hat 2300 Stärke. Der müsste normalerweise fallen. Warum fällt er nicht? Ich habe eine Kettensäge. Warum fällt er nicht? Ich habe eine Kettensäge. Hä? Warum will der nicht? Habe ich da was? Was verpasst, warum der dich fallen möchte? Ja, irgendwie fällt er nicht. Also ich hatte mehr Ausdauer hier, ja. Aber trotzdem, das wundert mich gerade, warum der nicht fällt. Das wundert mich. Der Drache des Gifts ist. Der hat auch 2280. Der ist noch lower und der fällt auch nicht. Das sind alles Stärke-Gegner, die viel weniger Stärke haben wie ich und fallen einfach nicht. Ich bin gerade etwas verwirrt. Habe ich gerade irgendwie einfach nur Pech, dass die so viel blocken. Na, endlich! Oh, es gibt sogar ein neues Schild für mich. Und noch ein weiteres Epic. Das sogar besser ist wie meins. Ja, und jetzt habe ich zu viele Epics im Inventar. Jetzt muss ich ein Epic verkaufen. Am besten das, was am teuersten ist. Oder weil es Gold bringt halt. Wohl das Schild. Ne, das. Ja, können wir verkaufen. Weg damit mit dem Schild. So, jetzt der Braunbär muss aber jetzt auch mal fallen. Also Braunbär, ich habe jetzt hier keine Lust, so viel Pilze auszugeben. Aber der Braunbär muss doch fallen. Will der Braunbär mich total verarschen? Der Magma-Gigant ist da 2360, 126. Der auch muss der fallen. Alle müssen hier normalerweise fallen. Tun sie aber nicht.
Ja, der ist natürlich noch höher, ist ein Geschickgegner, der wird auf jeden Fall nicht fallen. Aber der Braunbär, der kommt mir gerade irgendwie hier spanisch vor. 224 ist der und der ist Stufe 226. Ich check's gerade nicht, warum der Braunbär nicht fällt und der Magma-Gigant. Ja. Dann nicht. Dann fick dich doch, ich mag dich nicht mehr. Vielleicht noch ein bisschen mehr Crit-Skillen. Und jetzt vielleicht, aber ich habe viel zu viele Tries gebraucht. Ich gehe mal noch auf 300 Pilze runter für den Braunbär. Weil normalerweise muss er fallen, aber irgendwie will er nicht. Er will nicht. Er mag mich nicht. Siehst du? Ich guck mal einen Try komplett an. Also Schaden ist halt in Ordnung. Wir bekommen auch nicht so viel Schaden. Vielleicht crittet er mehr. 6 und er voll wenig Crit. Seht ihr das? Ich bin besser wie er. Ich check's trotzdem nicht. Jetzt blockt er. Jetzt block ich. Jetzt block ich. Blockt er nicht. Ich treffe ihn. Ich treffe ihn auch. Er trifft mich. Ich treffe ihn. Ja. Also gerade gar nicht. Oh, jetzt haut er einen bösen Hit raus. Das war ein böser Hit. Jetzt kommen die harten Hits. Was macht er jetzt auf einmal? Bam. Hat er mich am Ende so vorweggehauen oder war das alles Kritz? Was war das denn gerade? Das gesehen hat mich vorweggehauen. Naja, dann fällt er eben nicht. Alu ist fertig und dann. Normalerweise müsste dann der Braunbär morgen fallen und der Magma-Gigant auch und der Exo-König auch irgendwann. Also, wir haben morgen auf jeden Fall ein paar Dungeons vor uns. Ich habe jetzt voll viele Pilze rausgehauen. Egal. Weiter geht's mit Server 2 UK. Schauen wir mal hier in den Waffenladen. Ob wir etwas Brauchbares. 277 Handschuhe, nein. Zauberladen. Zauberladen, 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 Zauberladen. Nein, auch nicht Zauberladen. Arena, 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 Arena. Nein, erst auf Gilde, Gilde. Zum Gildenangriff hat jemand die Gilde verlassen. Ich gehe wieder zu meiner alten Gilde. Bis denne. Tschüss. Das ist natürlich schade. Gold, 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 Gold. 100.000 ist, glaube ich, ein guter Wert, den wir mal reinklatschen können. Waffen, Zauberladen gab es nicht. Wir können voll viel skillen. Das machen wir jetzt auch. Dam, dam, dam. Stärke und Ausdauer. Stärke und Ausdauer. Deichmann. Und im Dungeon könnten wir dann versuchen, den rosa Monster. Obwohl. Ist nicht sogar der. Nein, der rosa Monster ist als nächstes dran normalerweise. Stufe 278. Mit 3400 Geschick. Ich hasse ihn. Der ist Stufe 185 und hat. Boah, macht der Damage. Ne, die schaffen wir beide nicht. Leider, leider. Greifen wir lieber Monkey Monster an. Den schaffen wir auch nicht. Und somit auf dem Klo habe ich auch schon was geschmissen. Oder ins Klo, glaube ich. Ja, das passt auch soweit. Und wir machen weiter mit dem letzten Server. Das ist Server 8 US. Hier blinkt natürlich selbstverständlich wieder die Stadtwache, wie auch immer. Haben wir keinen Gildenkampf, haben wir nichts. Das ist okay. Das Gold können wir eigentlich in die Gilde reinspenden, obwohl es eigentlich nicht lohnt zurzeit. Wir hauen das lieber raus. Ist, glaube ich, gerade zurzeit sinnvoller. Waffenladen haben wir hier. Na, nee. Den Gürtel doch nicht. Nö, das nehmen wir auch nicht. Post blinkt hier auch. Stadtwache blinkt. Wie gesagt, hör auf zu blinken, du scheiß Stadtwache. Ins Klo haben wir hier auch schon was geschmissen. Nein, hier haben wir nichts reingeschmissen. Das ist gut zu wissen. Das war schon im Klo. Also wenn das Klo leuchtet, dann ist da schon was reingeschmissen worden. Dann schmeißen wir das da rein. Kommen auch so langsam voran im Klo und können dann eigentlich eine Runde skillen. Und ich würde mal sagen, wir brauchen ein bisschen mehr Intelligenz. Intelligenz, Ausdauer und Glück. Die wichtigsten Werte, die man hat. Ich liebe Gold-Event, weil dann kann man mal so viel skillen. Im Dungeon hätten wir 4 Versuche und ich glaube, der Gremlin. Könnte der fallen? Ja, so fällt er auf jeden Fall nicht fallen. Wenn er anfängt, ein Two-Hit wieder auf jeden Fall nicht fallen. Boah, macht der böse Damage. Aua, aua, aua. Hört doch mal auf, so viel Damage zu machen. Drache der Finsternis. Der Yeti. Welches Level ist der Yeti? 132. Der kann sogar fallen. Oh, fällt der? Schade, fällt nicht. Noch einen Arena-Kampf machen wir gegen Rektor irgendwas. Gegen den gewinnen wir, obwohl er eine Kettensäge hat. Und somit sind wir schon wieder mit allen Servern fertig. Das gibt's ja gar nicht. Sogar Sammelalbum hüpft hier. Und das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder freuen, wenn ihr das Video bewertet, kommentiert und weiterleitet. Ich bin der Zuschauer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.